Herzlich willkommen zu diesem Video von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Katrin und ich bin dein Coach für die Aufgabe 1132 vom Bundesministerium. Die Aufgabe kommt aus dem Bereich Algebra und dem Unterbereich Vektoren und es geht um eine Gerade in Parameterform. Gegeben ist die Gerade g mit der Gleichung 3x-4y ist gleich 12. Geben Sie eine Gleichung von g in Parameterform an. Was ist die Parameterform einer Gleichung, also einer Gerade? Die Parameterform ist immer eine Gleichung vom Typ x ist gleich a plus t mal v. Das a ist ein Punkt, irgendein Punkt der Geraden. Das t ist ein Parameter. Und das v ein Richtungsvektor. Ein Richtungsvektor der Geraden. Was wir also jetzt brauchen, damit wir unsere Gerade g in der Parameterform angeben können, ist ein Punkt und ein Richtungsvektor. Wir haben hier von der Gerade die Gleichung 3x-4y ist gleich 12 gegeben. Und zwar ist das die allgemeine Form einer Geraden. Wie kannst du das erkennen? Die allgemeine Form einer Geraden ist immer vom Typ a mal x plus by ist gleich c. Das Charakteristische ist, dass das a und das b, also die Koeffizienten vor unseren zwei Variablen x und y, das ist immer der Normalvektor der Geraden. Das bedeutet, wir können jetzt schon den Normalvektor von unserer Geraden ablesen. Und zwar ist der 3 und minus 4. Das Ganze siehst du hier, also das kommt von dem Dreier und von minus 4. Wenn wir jetzt einen Normalvektor der Geraden haben und aber einen Richtungsvektor brauchen, weil wir brauchen ja für die Parameterform einen Richtungsvektor, dann müssen wir jetzt quasi die Zeilen vom Normalvektor vertauschen und ein Vorzeichen ändern. Also zum Beispiel bekommen wir dann den Richtungsvektor 4, 3 oder minus 4, minus 3 wäre auch möglich. Was uns jetzt noch fehlt, ist ein Punkt, den wir dann in die Parameterform einsetzen können. Wir haben ja die Gleichung von der Geraden gegeben und wenn du jetzt für x oder für y irgendeinen Wert einsetzt, dann bekommst du den zugehörigen y-Wert. Ich wähle jetzt zum Beispiel für y ist gleich 0 und wenn ich das jetzt einsetze, dann bekomme ich 3x ist gleich 12, weil das minus 4 mal 0, das fällt ja weg. Dann kann man einfach durch 3 dividieren, bekommt man x ist gleich 4. Das heißt, 4, 0 ist ein Punkt unserer Geraden. Weil wenn du 4 und 0 für x und y einsetzt, dann erfüllen diese zwei Werte die Gleichung. Okay, und dann sind wir eigentlich schon fertig. Wir brauchen also jetzt einen Punkt. Dann nehmen wir 4, 0 plus t, der Parameter bleibt, du kannst hier auch gerne einen anderen Buchstaben wählen wie s oder das kannst du dir überlassen. Und der Richtungsvektor, da nehmen wir 4, 3. Okay, also noch einmal kurz zusammengefasst. Wir haben hier die allgemeine Form einer Geraden gegeben. Das Charakteristische ist, dass die Koeffizienten vor x und y immer der Normalvektor der Geraden ist. Den Normalvektor haben wir hier dann abgelesen. Wir haben dann den Richtungsvektor gebildet, indem wir die zwei Zeilen vertauscht haben und ein Vorzeichen geändert haben. Dann haben wir uns noch überlegt, welchen Punkt wir einsetzen. Wir haben für y gleich 0 gewählt, haben das eingesetzt und für x dann den Wert 4 bekommen und sind so auf unseren Punkt 4, 0 gekommen.
Du kannst aber auch für y gleich 1 einsetzen oder für x gleich 0 einsetzen, das ist ganz dir überlassen. Am Ende haben wir dann unseren Punkt und unseren Richtungsvektor in die allgemeine Form eingesetzt und sind so auf die Gleichung x ist gleich 4, 0 plus t mal 4, 3 gekommen. Das war's, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du verstehst die Aufgabe jetzt.